Nach einer Verletzung habe ich jetzt seit 2 Wochen einen Bluterguss, der nicht besser wird und sich auch nicht abbaut. Deswegen habe ich beschlossen, jetzt mal eine Blutegeltherapie anzuwenden. So schaut das Ganze in der Zwischenzeit aus. Mal schauen, ob die Tierchen irgendwas bewirken können. Ich habe in der Apotheke 3 Stück von den Blutegeln abgeholt. Und so schaut es also aus, wenn die geliefert werden. Jetzt will ich bloß noch hoffen, dass sie mich auch mögen. Irgendwie ist es hier in dem Licht ein bisschen dunkel, vielleicht kann man es ja nachher aufhellen. Ich werde es jetzt erstmal, glaube ich, mit dem größten probieren. Und mal schauen, ob der mich anknabbern mag. Ich habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach, da einen von diesen Egeln rauszukriegen. Ja, mal schauen. Muss ich mir wohl irgendeine Strategie überlegen. Das schaut auf jeden Fall interessant aus, wenn sie da drin rumkriechen. Vielleicht kommt ja einer freiwillig raus. Ja, tatsächlich hat einer, glaube ich, schon direkt an der Wunde angebissen. Mal schauen, wie es weitergeht. Der nächste krabbelt irgendwie schon unten dran rum. Ich hoffe doch, dass sie alle an mir interessiert sind. So, wie es ausschaut, hängen die 3 alle dran. Der eine sucht irgendwie noch ein bisschen, brennt das Ganze, aber ansonsten ja, bitzelt ein bisschen. Ich habe eigentlich gehofft, die setzen sich ein bisschen nebeneinander an, dass man es besser erkennen kann. Aber mal schauen, was sie für Arbeit erledigen und wie lange sie jetzt dranbleiben. Schauen wir mal. Ich hoffe doch, dass es ein bisschen was bringt. Ich hoffe mal, da es ja nur für mich selbst ist, dass die Tierchen öfter Hunger haben und dass ich sie öfter ansetzen kann. Schauen wir mal, was passiert. Ich weiß ja nicht, ob es scharf stellt, aber der eine saugt jedenfalls wie verrückt. Und scheint auch ziemlich schon dicker zu werden. Ich glaube fast, ich brauche größere. Am besten irgendwelche für Pferde, dass die diese Menge überhaupt bewältigen können. Auf jeden Fall, boah, sind die ganz schön am Wachsen, die 3. Ja, so wie es ausschaut, füllen die sich relativ schnell, diese Blutegel. Ich hoffe mal, dass es auch was bringt und dass der Bluterguss bald besser wird. Beziehungsweise, dass dieses Ei jetzt dann vielleicht doch weggeht und vielleicht komme ich ja doch um eine OP herum. Schauen wir mal. Jetzt setze ich sie heute mal an und wenn sie vollgefressen sind und abfallen, werde ich sie wieder einfangen. Und dann vielleicht kann ich sie ja morgen oder übermorgen nochmal ansetzen. Das wäre eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall scheint sie irgendwas rauszubringen.
Wow, ist schon eine coole Sache, wie man sieht, dass die immer größer und praller werden, die drei. Wenn ich überlege, wie klein die waren, hoffentlich bringe ich die überhaupt wieder in ihr Behältnis. Es ist kein Schmerz zu spüren, so ein ganz leichtes Bitzeln. Blutegel haben ja ganz viele gute Stoffe, die die Heilung fördern. Unter anderem das Hirudin, dass sie quasi mit ihrem Speichel, wenn ich es richtig verstanden habe, in die Wunde bringen und das dafür sorgt, dass das Blut flüssiger wird und sie es gut aufnehmen können. Die drei haben sich direkt entschieden, sich an meiner Wunde festzubeißen. Und hier zu saugen, ich hoffe mal, dass das die beste Möglichkeit war, die Wunde sauber zu kriegen, beziehungsweise den Bluterguss nun doch abzubauen, nachdem sich jetzt in der dritten Woche nicht wirklich was getan hat. Trotz Heparinsalbe und Entstauungsmaßnahmen und allem Möglichen. Jetzt habe ich 3 Tage Quark drauf und habe jetzt 4 Tage keine Heparinsalbe genommen. Ich möchte die Egel ja auch nicht umbringen. Ich weiß nicht, ob sie das vertragen. Aber scheinbar scheinen sie guten Appetit zu haben. Sie sind auf jeden Fall schon um einiges größer geworden. Ich weiß ja nicht, wie es da innen drin ausschaut. Nach einem Punktionsversuch vom Arzt war das Ganze relativ dunkel und hat gestockt ausgeschaut. Mit der Spritze ging leider nicht viel raus. Ich hoffe mal, dass die Tierchen das gut vertragen, was da drin ist, aber die werden schon wissen, was sie tun. Und ja, wie gesagt, da es ja nur für mich ist, werde ich versuchen, die vielleicht noch mal anzusetzen. Ansonsten muss man die Blutegel eigentlich entsorgen, beziehungsweise es gibt auch Züchter, wo man die Tiere zurückschicken kann und dann ihr restliches Leben in einem Rentnerteich verbringen dürfen. Angeblich können unter Laborbedingungen die Blutegel bis zu 20 Jahre alt werden. Ich finde, es sind ganz possierliche Tierchen und überhaupt nicht ekelhaft, finde ich jetzt. Irgendwie ein bisschen wie Regenwürmer. Und ich finde es Wahnsinn, wie schnell die sich vollsaugen. Das ist ja Wahnsinn. Verrückt ist es. Sie haben jetzt in der Zwischenzeit bestimmt die 3- oder 4-fache Größe erreicht, wie da, wo ich sie angesetzt habe. Das Ganze erinnert mich jetzt gerade an 3 natürliche Schmutzwasserpumpen. Das heißt, sie werden immer schneller, größer und größer und größer. Mal schauen, wie groß sie sind, wenn sie sich komplett satt gefressen haben. Ich hoffe mal, sie haben demnächst noch mal Hunger, weil ich habe gelesen, das Blut wird bei den Blutegeln eingedickt und kann in ihrem Magen 18 Monate gespeichert werden, bis sie wieder fressen müssen. Ich hoffe doch, die haben schneller wieder Hunger und ich kann sie noch mal überreden, noch mal zu saugen, weil ja, es schaut eigentlich ganz gut aus. Und wenn sie wirklich die Wunde leer saugen würden, das wäre genial. Ich kann jetzt seit circa 2,5 Wochen nicht länger stehen, das heißt nicht länger wie 15 Minuten, da dieser Bluterguss extrem auf meinen Tibialis drückt und ich somit
zwar laufen kann, aber unmöglich längere Zeit stehen. Ich finde es extrem faszinierend, wie die saugen. Darum muss ich doch nochmal draufhalten hier. Ich wollte zwar jetzt mit Filmen eine Pause machen, aber das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Vor allem, wie groß die schon geworden sind, das ist wirklich krass. Ich hoffe mal, dass es was bringt bei der Dicke von dem Bluterguss, bei der Schwellung. Hätte ich meiner Meinung nach fast 30 Stück gebraucht als 3. Schauen wir mal, ob eine Nahaufnahme gelingt. Ja, es wird, glaube ich, nicht richtig scharf. Nicht wirklich. Schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen näher kann. Es ist halt leider ein bisschen dunkel hier. Vielleicht kann man sie im Schnitt noch ein bisschen aufhellen, das Ganze. In meiner Jugend war ich öfter im Weiher baden. Da hatte ich auch manchmal 4, 5 Blutegel an den Beinen hängen. Ich habe die damals auch saugen lassen, weil ich sie nicht umbringen wollte. Die waren manchmal 2, 3 Stunden an mir dran gehangen. Daher kenne ich das Ganze, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal freiwillig irgendwelche Blutegel ansetze, um mir zu helfen. Tja, der erste scheint voll zu sein. Der hat irgendwie schon losgelassen. Naja, mal schauen, ob ich den wieder einfangen kann. Plopp, gelungen. Ich habe ihn wieder in sein Behältnis rein. Ich befürchte bloß, ich muss dann was Größeres suchen, wenn sich alle 3 voll gesaugt haben. Weil längere Zeit kann ich die da drin nicht aufheben. Aber wie gesagt, ich habe vor, die nochmal anzusetzen. Vielleicht ist das ja eine ganz gute Geschichte mit den ganzen Tierchen. Tja, jetzt saugen nur noch 2. Die Stelle, wo der andere losgelassen hat, die blutet nach. Aber damit habe ich ja gerechnet. Und ich werde es auf jeden Fall nicht verbinden, sondern werde es ausbluten lassen. Und dann schauen wir doch mal, ob es nicht doch ein bisschen Linderung gibt hier an der ganzen Stelle. Naja, der eine scheint auf jeden Fall ziemlich ausgehungert zu sein. Und der war ja auch ziemlich groß. So, was ist jetzt mit meinem Ton? Den zeigt es jetzt nicht mehr an. Ist jetzt mein Ton aus? Nee, der ist jetzt auf die andere Seite rüber gewandert. Okay, naja, auf jeden Fall. Der eine ist ja schon riesig geworden. Der Kleinste hat leider schon losgelassen und ist abgefallen. Ich habe eigentlich gedacht, der versucht ein bisschen mehr zu trinken oder fressen oder wie man da immer sagt. Aber, ja gut, schauen wir mal. Ich hoffe mal, das Ganze bringt was. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die nochmal anzusetzen, vielleicht übermorgen. Und dann hoffe ich doch, dass sich das Ganze ein bisschen abbaut. Somit hat leider auch der Große losgelassen. Das heißt, den muss ich versuchen, auch wieder einzufangen. Der Mittlere, der hängt noch. Und ja gut, schaut ein bisschen nach Blutbad aus momentan, aber ist ja nicht so schlimm. Ich hatte eine gute Idee, glaube ich, die mit der Spritze einzufangen. Es scheint ganz gut zu klappen. Er steckt jedenfalls jetzt drin, jetzt muss ich mich beeilen, dass ich ihn in sein Behältnis bringe.
bloß aufpassen, dass ich es jetzt beim Filmen nicht verschütte, die ganze Geschichte hier. So, schwupp, jetzt habe ich ihn da drin. Und jetzt, plopp. Ja, super. Gefangen, er ist wieder drin. Mal schauen, wie viel Hunger der Dritte noch hat. Gott sei Dank habe ich so eine OP-Unterlage drunter, dass nichts dreckig wird. Jetzt habe ich also nur noch ein Tierchen, das saugt. Ich hoffe mal, der hat noch ein bisschen Appetit. Aber die Pumpbewegungen sind schon um einiges weniger geworden. Also das heißt, der wird wahrscheinlich auch bald satt sein. Ja gut. Das Ei ist tatsächlich ein klein bisschen weniger geworden. Naja, vielleicht durch die Verflüssigung baut sich ja jetzt ein bisschen was noch so ab. Ansonsten werde ich natürlich schon versuchen, die mal vielleicht nach einem Tag nochmal anzusetzen. Oder nach zwei oder je nachdem. Vielleicht auch immer wieder. Mal schauen, wie viel Appetit so ein Tier hat. So, schauen wir mal. Ich denke, da lässt gleich los, aber im Moment überlegt er sich's noch. Das ist quasi der letzte. Naja, vielleicht erwische ich ja den Zeitpunkt, wie er abfällt. Schauen wir mal. Momentan schaut es aus, als würde er noch irgendwas trinken. Der mittlere ist bis jetzt der fleißigste. Der hat noch nicht aufgegeben. Die anderen beiden sind schon abgefallen. Aber hier ist noch eine ganz kleine Aktivität festzustellen. Das heißt, der saugt noch ganz klein, leicht. Mit kleinen Schlucken, der scheint das Ganze zu genießen. Die anderen haben nur gesoffen und er genießt. Der ist so also quasi der Blutgourmet sozusagen. Sommelier oder wie auch immer. Leider kann er mir keine Auskunft geben, wie es ihm dann geschmeckt hat. Es ist Wahnsinn, wie groß die Tierchen werden können. Ich schätze mal, er ist mindestens vier- oder fünffach so groß, wie er war, als er sich festgebissen hat. Aber scheinbar geht noch was rein in den Kerl. Oder vielleicht ist ja auch ein Mädchen. Wobei MWD, männlich-weiblich divers. Blutegel sind ja Zwitter. Was irgendwelche Vorteile natürlich bei der Vermehrung bringt. Ich hoffe mal, der Handy-Akku hält durch. Ich wollte eigentlich schon so lange filmen, bis er abfällt. Schauen wir mal. Ich glaube, das muss man nachher als Zeitraffer machen. Das dauert ja noch scheinbar. Man sieht gut, dass er immer wieder nachschiebt, also das heißt, das untere Teil wird immer dicker. Aber Wahnsinn, dass er sich überhaupt noch halten kann. Er ist ja in der Zwischenzeit schon ziemlich schwer geworden im Verhältnis. Aber er pumpt immer noch, also er trinkt noch. Mal schauen, wie nah ich hinkomme.
leider sieht man ihre Mundwerkzeuge nicht. Und leider kann man nachher wahrscheinlich auch nicht erkennen, dass es wie eine Art Mercedes-Stern gibt von der Bisswunde, da sie sich ja genau auf meine Schnittwunde festgebissen haben. In der Zwischenzeit habe ich schon wieder über 4 Minuten gefilmt und er hat sich immer noch nicht entschieden, loszulassen. Naja, dann mache ich mal eine kurze Filmpause und hoffe, dass ich es trotzdem erwische, wenn er loslässt. Er kriegt irgendwie immer einen längeren Hals. Mal schauen, wie lange er sich noch halten kann. Er versucht immer wieder ein bisschen hoch zu robben. Mal schauen. Vielleicht hat er es ja jetzt bald. Ups, jawohl, ich habe es geschafft. So lang zu filmen, bis er wirklich abgefallen ist. Ja, die Wunde blutet jetzt noch etwas nach. Schaut nicht besonders toll aus, aber ja, mein Gott. So, da krabbelt jetzt davon. Das heißt, ich muss schauen, dass ich den auch irgendwie einfange. Jetzt werde ich mal versuchen, wieder mit dem Trick mit meiner Spritze zu machen. Bei den anderen beiden hat es ja geklappt. Yep, ich habe ihn erstmal. Also, dann brauche ich noch meinen Behälter und dann werde ich ihn da wieder reinstecken zu seinen Kollegen. Da mache ich erstmal den Deckel da drauf und dann suche ich ein schöneres Behältnis. Schauen wir mal, ob es scharf stellt. Mag nicht. Gut, jetzt sind sie alle wieder im Behältnis. Jetzt dürfen sie erstmal Pause machen und dann suche ich ihnen mal ein größeres Glas, wo ich sie mal ein paar Tage aufheben kann, um sie dann nochmal anzusetzen. Ich weiß ja nicht, ob man es im Film sieht, aber man sieht richtig hier eine Delle. Und zwar hier. Das heißt, hier war ziemlich viel Spannung drauf vom Bluterguss. Und hier ist es auf jeden Fall abgebaut. Es fühlt sich auf jeden Fall schon weniger prall an. Also gebracht hat es auf jeden Fall was. Ob es natürlich so viel war, dass es mich vor einer OP bewahrt, weiß ich noch nicht. Aber es war auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte und auf jeden Fall, wenn es nicht so viel gebracht hätte, ein Versuch wert. Tolle Erfahrung.